Es geht ja auch um das Wasser. Hier der neue Hochbehälter, der hier für Diemelsee errichtet wird. Die Gemeinde Diemelsee hat ja vor einigen Jahren eine Machbarkeitsstudie zur Wasserversorgung in Auftrag gegeben. Dort wurden ja viele Dinge festgelegt, die die Gemeindevertretung beschlossen hat, was umzusetzen ist. Wir haben manchen Hochbehälter saniert oder Tiefenbrunnen saniert. Und eins dabei war auch, dass wir die Wasserversorgung auf sichere Beine stellen, langfristig gesehen. Denn das Wasser ist das wichtigste Gut, was wir haben. Das Trinkwasser, wir brauchen es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Die Landwirtschaft, viele produzierende Gewerbe brauchen es einfach. Und bei uns war es auch wichtig, hier das Wasser in ausreichender Art und Güte vorzuhalten. Und deshalb hat sich das Büro Oppermann und auch hier Gedanken gemacht, gemeinsam mit der Verwaltung, gemeinsam auch mit dem Team der Stadtwerke Brüdern, haben da Lösungen gesucht. Und letztendlich ist die Lösung darin geendet, dass wir hier einen neuen Hochbehälter bekommen. Derzeit haben die Bauarbeiten hier begonnen. Die gesamte Maßnahme beläuft sich auf rund 3,2 Millionen Euro. Neben dem Hochbehälter wird aber auch werden neue Verbindungsleitungen, zum Beispiel in Heringhausen, gebaut. Im Bereich Adorf unten ist noch ein bisschen was vorgesehen, Kappensteiner Mühle. Aber da kann der Luther Lemberg viel besser was darüber erzählen wie ich. Ja, herzlichen Dank erstmal an alle, die sich hier verantwortlich gezeichnet haben. Gerade auch der Lemberg und die Stadtwerke Brüdern und die Firma Oppermann. Aber auch der Ortsbeirat Renege, die waren ja auch hier und dort involviert. Insgesamt denke ich mal, ist es wichtig, dass wir hier sowas betreiben. Zur langfristigen Sicherheit in Diemelsee bedeutet aber auch ein kräftiger Schluck aus der Flasche. Den 3,2 Millionen Euro ohne Zuschüsse. Wir müssen vieles erfüllen, aber Geld gibt es vom Land, Bund oder woher auch immer schon lange nicht mehr. Deshalb müssen wir es alleine stemmen. Sprich, nachher geht es in den Gebührenhaushalt. Belastet damit dann auch letztendlich jeden Wasserendverbraucher. Also langfristig gesehen wird sicherlich auch hier an der Gebührenschraube gedreht werden müssen. Aber das ist Zukunftsmusik derzeit. Wir hoffen, dass das Projekt hier sehr gut umgesetzt wird und dass wir auch treibsam bleiben. Zulieferfirmen, naja, bedingt durch Corona und was damit zusammenhängt, mangelt es auch hier manchmal an entsprechendem Material, Lieferungen. Das bleibt nicht aus, das merken wir auf anderen Baustellen auch. Aber trotzdem, ich bin zuversichtlich, dass wir das hier entsprechend im Zeitrahmen und Kostenrahmen dann erledigen können. Ja, das ist von meiner Seite. Herr Lemberg, Sie können noch ein bisschen was viel besser erläutern als ich. Ja, zum Ersten bedanke ich mich, dass Sie alle an dem Termin teilnehmen. Das Projekt wird betreut vom Bauamt der Gemeinde Diemelsee. Unser Bürgermeister Becker hat es ja schon berichtet. Es ist jetzt mit 3,2 Millionen Euro natürlich kein kleines Projekt. Deswegen sind wir froh, dass wir natürlich tatkräftige Unterstützung haben. Der Herr Simon vom Ingenieurbüro Oppermann. Das Ingenieurbüro Oppermann hat die Planung dieses Projektes gemacht. Das ist ja schon ein sehr langfristiges Projekt. Und das, was wir jetzt sehen, ist im Grunde die Umsetzung. Und zum anderen haben wir da auch noch den Herrn Spandera von den Stadtwerken Brilon, denn die Stadtwerke Brilon betreuen nicht nur unser Wassernetz, sondern begleiten uns auch bei der Umsetzung dieses Projektes. Es müssen viele Leitungen umgeklemmt werden, es werden neue Bauwerke in Betrieb genommen und das läuft dann Hand in Hand mit den Stadtwerken Brilon. Zum anderen bin ich natürlich auch froh, dass wir gute Baufirmen gefunden haben. Man erkennt im Moment in diesen sehr wilden Zeiten, dass es schwierig ist, gute Firmen zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Und da bin ich aber sicher, dass wir da genau den richtigen Umsatz haben.